Wir sind hier in Rosenhuben, einem kleinen Weiler in der Nähe von Frauenfeld. Zusammen mit meinem Mann, Reto, bewirtschaften wir hier einen Milchwirtschaftsbetrieb mit 50 Milchkühen und 42 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. Unsere Kühe fühlen sich sehr wohl hier bei uns im Laufstall, aber wie wir Menschen werden auch die Kühe einmal krank. Häufig sind die Erkrankungen durch Bakterien verursacht, wie bei uns Menschen auch. Zum Beispiel eine Angina. Man versucht zuerst mit Hausmitteln dem Problem Herr zu werden. Schlussendlich muss man dann gleich zum Arzt gehen, der untersucht einen und verabreicht dann gezielt das richtige Antibiotika. Bei den Kühen kann sich so eine Entzündung zum Beispiel in einer Uterentzündung zeigen. Die Kuh hat Schmerzen, sie macht Fieber. Wir versuchen dann zuerst mit alternativen Methoden, die Entzündung in den Griff überzukommen. Das ist aber leider nicht immer möglich. Dann hilft nur noch der Tierarzt, der die Kuh untersucht und nachher gezielt das richtige Antibiotika abgibt. Ich bin Evelyn Bachmann. Wir setzen Antibiotika bei unseren Tieren sehr gezielt ein, zum Wohl unserer Kühe.